Hallo und herzlich willkommen auf der Industry Forward Expo. Ich bin Dana Neitzke und Ihre Moderatorin heute für die Session Schutz für KI-Wendungen und Modelle. So bin ich natürlich nicht alleine. Auf der Industrial Solutions Stage begrüße ich heute bei mir Dr. Carmen Kempker. Sie ist Director Corporate Technology bei Webus Systems. Hallo Carmen, schön, dass du bei uns bist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. So, und jetzt ist der langweilige Teil vorbei. Jetzt darfst du loslegen. Ich schalte mich dann ab. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich hoffe, man sieht die Folien. Heute geht es um Schutz für KI-Anwendungen und Modelle. Bevor ich damit anfange, möchte ich erstmal kurz einen Überblick geben, was KI überhaupt mit Sicherheit zu tun hat. Also wir haben da drei Punkte, die man unterscheiden muss, nämlich der Schutz durch KI. Also man kann KI verwenden, um Malware zu erkennen, um Anomalien zu erkennen und so weiter. Der Schutz vor der KI, Deepfakes und so, hat sicher jeder schon mal gehört, dass ich mit der KI einfach Bildmaterial oder Videomaterial gut fälschen kann. Also mein Video könnte jetzt auch eine KI sein, aber ich bin echt in dem Fall. Und der dritte wichtige Punkt ist, wie schützen wir die KI eigentlich selbst? Und das ist eben der Punkt, worum es heute geht. Wie schützen wir den Machine Learning Lifecycle vor Angriffen? Warum ist es wichtig? Naja, KI wird eben eingesetzt in sicherheitskritischen Anwendungen, wie in der medizinischen Diagnose für Anomalieerkennung im CT-Scan oder im MRT-Scan oder bei Automotive, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und mein Auto Hindernisse erkennt und so. Und da ist es eben enorm wichtig, dass die KI gute Klassifikationen liefert und eben nicht manipuliert wurde oder nicht von außen angegriffen werden kann. Und da möchte ich heute technisch ein bisschen näher drauf eingehen, was da jetzt eigentlich die Angriffsflächen sind und wie das Ganze aus Angreifersicht aussehen könnte. Erstmal, bevor wir uns Gedanken machen, wie man die KI schützen kann, müssen wir uns erstmal Gedanken machen, wie intelligent ist so eine KI eigentlich? Warum ist es relevant? Naja. Die Sache ist die, die KI wird trainiert auf ganz bestimmte Werte, auf ganz bestimmte Trainingsdaten. Die denkt nicht nach oder so. Das heißt, in dem Beispiel jetzt, wenn ich erkennen möchte, befindet sich in dem Bild eine Katze und die Katze hat eben auf jedem Bild das gleiche Gesicht, dann sieht die KI, ah ja, dieses Gesicht, das ist eine Katze. Auf diesem Bild lernt die KI, ah, diese Bilder, das ist alles eine Katze, okay, ich erkenne hier ein Gesicht und diese Sonne oben links, okay, dann sind das wohl die Hinweise auf die Katze. Wenn jetzt in den Trainingsdaten aber überall die Sonne oben links ist und die Katze immer anders da sitzt und kein gemeinsames Merkmal hat, erkennt die KI, okay, die Sonne oben links, das ist die Katze. Das heißt, die KI hat keine Chance, irgendwie drüber nachzudenken, ob das Sinn macht, also ob die Trainingsdaten eben so gestaltet sind, dass es ein gemeinsames, sinnvolles Merkmal gibt oder nicht. Und das muss man eben auch wissen, wenn man KI einsetzt für die medizinische Diagnose. Es kann sein, dass sie den Hautkrebs wirklich am MRT-Scan erkennen. Es kann auch sein, dass das Bild zufällig dunkel oder hell war. Genau, das kann man sich dann als Angreifer zunutze machen durch sogenannte Data Poisoning Attacks. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Auto trainiert oder eine KI für Automotive trainiert, um Stoppschilder zu erkennen, könnte ein Angreifer hergehen, die Trainingsdaten so manipulieren, dass beim Stoppschild eben immer unten so ein grüner Kasten ist. Das Ganze kann man auch so machen, dass es das menschliche Auge nicht sieht, wenn man den Vorverarbeitungsprozess kennt, bei dem die Bilder auf die gleiche Größe skaliert werden. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen, die Bilder manipulieren, sodass sie nach dem Skalieren unten diesen grünen Kasten haben. Wenn die KI dann live ist im Auto, wird sie dann erkennen, oh, auf dem Stoppschild, da ist kein grüner Kasten, also ist es kein Stoppschild. Und solche Angriffe muss man eben vermeiden. Ein anderer Angriff ist, der Angreifer muss eigentlich gar nicht das Modell kopieren, um es dem KI-Anwender zu klauen, sondern er kann einfach seine eigene KI trainieren. Aber da werde ich gleich noch drauf eingehen. Also es gibt einfach verschiedene Arten von Angriffen, verschiedene Arten von Schutzziele, auf die man aufpassen muss. Und die würde ich jetzt eben durchgehen. So. Jetzt ist es in dem Format natürlich ein bisschen schwieriger. Ich hatte den Vortrag schon mal live gehalten und dann live mit dem Publikum eine Bedrohungsanalyse vom Machine Learning Lifecycle gemacht. Das kann ich jetzt hier so nicht machen. Ich hoffe, ich kann Sie trotzdem so mitnehmen auf der Reise durch den Machine Learning Lifecycle aus Angreifersicht. Wir gehen jetzt einfach mal die einzelnen Stakeholder in dem Lifecycle durch und gucken mal, was die so für Schutzziele haben könnten oder für Angriffsflächen.
Genau, der Data Owner, also in dem Fall im Medizinbereich ist es vielleicht ein Patient, der gerade ein CT gemacht kriegt und damit eben Input-Daten liefert für das Training. Der hat natürlich das Schutzziel, er möchte anonym bleiben und er möchte, dass seine Daten und seine medizinischen Daten nicht einfach irgendwo im Netz landen. Der ML-Ingenieur hat vielleicht ganz andere Ziele, also ein KMU oder ähnliches, das so ein Modell bereitstellt oder so eine KI-Anwendung bereitstellt. Die möchten, also denen ist jetzt vielleicht die Anonymität auch wichtig, aber indirekt, aber eigentlich möchten die ihr Modell verkaufen und vertreiben und vielleicht lizenzieren und Geld damit verdienen. Und sie wollen auch, dass ihre KI gut funktioniert. Das heißt, die haben einmal das Problem, sie wollen gute Trainingsdaten. Sie wollen, dass diese Trainingsdaten eben nicht durch solche Poisoning-Attacks verfälscht wurden. Und sie wollen auch nicht, dass sie irgendwie manipuliert wurden oder gebiased oder ähnliches. Sie wollen aber auch, wenn sie Geld verdienen wollen mit der KI, vielleicht ihr geistiges Eigentum schützen. Also zum Beispiel die Trainingsparameter oder Optimierungsalgorithmen in der Vorverarbeitung oder ähnliches. Das heißt, sie haben wieder ganz andere Schutzziele. Model Owner ist so ein bisschen ähnlich zu den ML-Ingenieur, kann auch dieselbe Person sein, muss aber nicht. Ist einfach derjenige, der das Modell nachher vertreibt, der hat eben ähnliche Schutzziele wie der ML-Ingenieur auch. Und der User am Ende, das kann zum Beispiel ein Arzt sein, der eben einen CT-Scan der KI gibt und sagt, ist da eine Anomalie drin, sollte ich da nochmal draufschauen oder ist der okay? Der möchte eben auch, dass die Anfrage anonym und geheim bleibt. Der möchte, dass sie korrekt ist, also dass die Klassifizierung gut ist und dass eben nichts manipuliert wurde. Und er möchte auch, dass der Output geheim bleibt. Also wenn jetzt der Output ist, ja, die Person hat Krebs oder nein, die Person hat keinen Krebs, das sollte jetzt auch nicht jedermann abgreifen können, weil es sich eben um sensible Daten handelt. Und das ist eben nicht nur für den Arzt selber wichtig, sondern da gibt es eben auch Regularien dazu. Ich werde jetzt in diesem Vortrag mehr auf die Technik eingehen und nicht auf die Regularien, aber ich meine, es gibt diese ganzen Datenschutzregularien, es gibt das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das man beachten muss, es gibt den NIS 2, es gibt den AI Act und so weiter. Und das sind alle Punkte, die noch mit reinspielen. Also Security ist jetzt nicht nur wichtig, weil es Spaß macht, sondern weil es eben Regeln dazu gibt. Genau. Um es nochmal zusammenfassen, überall im Machine Learning Lifecycle, sowohl beim Training als auch beim Deployment nachher, können Daten liegen. Und überall können Dinge manipuliert werden. Und Manipulation ist im safety-kritischen Bereich eben das Kritischere, weil egal was, egal an welcher Stelle im Machine Learning Lifecycle ich irgendetwas manipuliere, es kann alles dazu führen, dass nachher die Diagnose einfach falsch ist oder dass nachher die Klassifizierung einfach falsch ist. Genau. Um es zusammenzufassen, was wir schützen wollen, ist halt die Integrität vom Input, die Vertraulichkeit von Daten und die Integrität des Modells. Und wenn ich jetzt KMU bin, das eben eine Machine Learning-Anwendung vertreibt, dann habe ich eben die Zusatzanforderung, ich möchte das Ganze vielleicht lizenzieren, ich möchte vielleicht damit auch Geschäftsmodelle umsetzen und ich möchte eben aussuchen, wer meine KI verwenden darf und auf welche Weise. Genau, dazu haben wir jetzt ein Schutztool entwickelt, mit dem wir eben Anwendungen schützen können. Einerseits die Anwendung selbst durch Code Obfuscation und Verschlüsselung, aber andererseits eben das Modell. Und zwar in einer Weise, dass wir Integritätsschutz machen durch digitale Signaturen, durch Integritätschecks und so weiter. Sodass eben sowohl der Code als auch das Modell geschützt ist und dann eben am Ende die Anwendung nur so verwenden kann, wie der KI-Vertreiber das eben wünscht. Genau. Und mir ist es eben wichtig, zu zeigen, welche Angriffsfläche so ein Machine Learning Lifecycle hat, weil ich einfach diese Awareness auch schaffen möchte, weil KI ist ein super Hype-Thema, eine wichtige Technologie und so weiter, aber ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass es nicht ganz so mit diesem Verantwortungsbewusstsein oder mit diesem Bewusstsein für die Angriffsflächen verwendet wird. Und deshalb
Finde ich es schön, dass ich auf solchen Veranstaltungen wie hier diese Vorträge halten kann und eben zeigen, Achtung, da gibt es Angriffsflächen, bitte passt auf, bitte schützen Sie Ihre KI. Okay, ich bin sehr früh fertig. Das macht mir nichts. Wir haben tatsächlich schon ein, zwei Fragen zusammenbekommen. Dann schalte ich jetzt einfach dazu und sage nochmal vielen Dank für deinen Auftritt hier heute. Die erste Frage würde sich tatsächlich darauf beziehen, auf die Data Poisoning Strategie zu sagen, wie kommen die Daten überhaupt her? Also wie wird vorausgewählt, was für das Training verwendet wird? Das kann man nicht pauschal beantworten, weil das macht ja jeder KI-Anwender, wie er möchte. Zum Beispiel bei Automotive, da gibt es Autos mit Kamera, die rumfahren und einfach filmen, und dann gibt es irgendwelche Leute, die einfach taggen. Also das ist ganz unterschiedlich, und das ist aber wirklich ein echtes Problem, weil diese Nachvollziehbarkeit, man muss ja einerseits Masse erzeugen, um die KI gut zu trainieren, aber andererseits braucht man diese Authentizität, und das ist meiner Meinung nach ein offenes Problem. Für das habe ich persönlich auch keine Lösung. Und gerade im medizinischen Bereich kommt dann noch das Problem der DSGVO dazu. Da hatte ich auch Vorträge gehört, wo Forscher sich befasst haben eben mit der Hautkrebsdiagnose im medizinischen Bereich. Und die haben halt das Problem, dass sie aus verschiedenen Krankenhäusern eigentlich Daten haben könnten und die benutzen für ein gemeinsames Training. Die Krankenhäuser dürfen diese Daten aber nicht einfach teilen, weil die eben unter die DSGVO fallen. Das heißt, auch das ist ein Problem. Entweder die Authentisierung ist zu schwach und die Daten kommen einfach überall her und der Angreifer kann das nutzen, indem er in der Stadt, in der eine KI für Automotive trainiert wird, einfach Aufkleber auf die Schilder macht oder ähnliches. Und oder es ist zu strikt, weil man hätte gute Trainingsdaten, die auch authentisch sind, weil sie eben im Krankenhaus vor Ort gesammelt werden. Aber man darf sie nicht teilen wegen Datenschutzgesetzen. Und das ist ein offenes Problem, meiner Meinung nach. Da, ich weiß nicht, da gibt es noch keine gute Lösung. Aber das sind alles Dinge, wo man sich Gedanken machen sollte. Ja, natürlich im Datenschutz, das ist natürlich immer eine Frage. Insbesondere, weil das ist nämlich jetzt tatsächlich auch nochmal eine Frage, die hier aufgekommen ist letzten Endes. Wie kommen die Daten in den Pool? Also vielleicht gerade im medizintechnischen Bereich, muss der Patient was unterschreiben oder ist das automatisch in der Behandlung mit drinnen? Oder? Ich denke, man muss was unterschreiben. Aber da, in dem Bereich kenne ich mich nicht aus, wie das dann tatsächlich gemacht wird. Ich denke, man unterschreibt Dinge und dann kommt es in den Pool. Also so muss es eigentlich sein. Was auch gemacht wird tatsächlich eben, weil man ja auch das Problem hat, wenn man sich ein bisschen tiefer auskennt, gibt es ja auch Technologien, wenn man das Modell hat und die Klassifizierung hat, dann gibt es auch Angriffe, eben diesen Angriff wieder zu erklären und wieder Rückschlüsse zu ziehen, wie sahen die Originaldaten denn aus. Das heißt, auch das ist ein offenes Forschungsthema, wie gut kann ich aus dem trainierten Modell auf die Originaldaten schließen. Deshalb gibt es im Medizinbereich eben auch den Ansatz, dass man sagt, man nimmt gar nicht die Originaldaten für das Training, sondern man synthetisiert daraus Daten und verwendet die dann wiederum für das Training. Und ich denke, da gibt es noch ganz viele offene Forschungsbereiche. Wie gut ist man da drin und wie gut kann man diese Synthese herstellen? Wie aussagekräftig sind diese synthetisierten Daten dann noch und so weiter? Nachfrage, es wäre klar, wenn es dann mal passiert ist, also wenn das neuronale Netz bzw. das Machine Learning Circle gestört worden ist, welche Schäden sehen Sie da oder haben Sie da schon mal gesehen, was da passieren kann? Habe ich schon mal gesehen, trifft nicht zu, aber was passieren kann bei einer Manipulation ist eben. Okay, ich bleibe beim Beispiel Automotive. Das, was ich hier gerade gezeigt hatte mit dem Stoppschild, genau. Da ist halt das Gefährliche, dass man die Manipulation eben so machen kann, dass das menschliche Auge das nicht sieht. Weil irgendwer muss ja am Ende prüfen, sind diese Daten gut oder nicht. Und ich kann jetzt statt diesem Kasten einfach immer einen Pixel oben links gelb machen und dann sagen, okay, immer wenn der Pixel oben links gelb ist, ist es ein Stoppschild und wenn der Pixel oben links grün ist, ist es ein Vorfahrtsschild. Das sieht das menschliche Auge nicht, aber die KI halt schon. Und
dann kann es halt eben passieren, dass die KI einfach unvorhersehbare Dinge tut, ohne dass es jemand nachvollziehen kann, der nicht in der Technik drin ist. Also, Naja. ja. Es klingt schon gefährlich, und da haben jetzt jemand auch die Frage mal reingestellt, werden denn Zertifikate geplant zur nachweislichen Sicherheit von AIs? Ich hoffe. Ich bin in diesen Regularien überhaupt nicht drin. Ich kenne das Ganze von der Technikseite, aber in diesen Regularien, was da geplant ist, bin ich leider gar nicht drin. Tut mir leid. Aber vielleicht kann man die Fragen zurückstellen. Vielleicht ist jemand im Chat, der sich auskennt und die Frage Das könnte ich beantworten gerne mal ausprobieren, ob man da eine Antwort bekommt. kann. Aber ich denke mal, ich meine jetzt gerade mit dem European Resilience Act, den wir jetzt gerade aufbringen, da wird sicherlich auch was für KI am Ende finden. Also. Also was auf jeden Fall gerade ein Riesenthema ist, sind so solche Dinge wie zertifizierbare KI und Nachvollziehbarkeit. Es gibt auch einen Haufen Forschung zum Glück Richtung Explainable AI. Also quasi Richtung Nachvollziehbarkeit, wie hat die KI jetzt eigentlich ihre Entscheidung getroffen? Und ich denke, damit kommt man technisch vielleicht auch weiter. Also der eine Punkt ist natürlich, dass man ein Zertifikat für die Inputdaten hat oder eine gewisse Art von Authentisierung, aber die andere Seite ist eben auch, dass man Techniken hat, um nachzuvollziehen, wie hat die KI jetzt eigentlich ihre Entscheidung getroffen. Und da würde man eben solche Dinge sehen. War das jetzt ein Pixel oben links am Rand oder war das wirklich das komplette Bild? Und sowas finde ich eigentlich wichtiger, dass es solche Auditverfahren gibt. Ich habe jetzt auch schon mit zwei Startups gesprochen, die genau in die Richtung gehen, die eben sagen, okay, wir schauen, wie man so eine KI eigentlich zertifizieren kann. Also, wie kann ich erklären, dass die ganze ML-Pipeline, dass die sicher war, dass da nichts reinkam, und wie kann ich eben nachvollziehen, wie die KI ihre Entscheidungen trifft. Und ich denke, das ist auch auf jeden Fall wichtig, dass man genau diese Punkte besser versteht. Aufgrund welcher Teile in den Daten werden Entscheidungen getroffen? Gerade eben in der medizinischen Diagnose, wenn wir bei Hautkrebsdiagnose sind, da gibt es KI-Modelle, die trainieren sich eben durch ein Kamerabild, das eben eine Wellenlänge im Nanobereich aufgenommen wurde, das der Arzt mit seinem menschlichen Auge gar nicht mehr sehen kann. Deshalb finde ich es einerseits gut, dass es solche Technologien gibt, weil die KI einfach Dinge lernen kann, die der Arzt mit seinen menschlichen Augen einfach nicht sieht. Aber dazu ist es eben auch wieder wichtig, dass man irgendeine Form von Nachvollziehbarkeit hat. Hat die KI jetzt aufgrund sinnvoller Daten entschieden? Oder hat sie entschieden, aufgrund von draußen schien die Sonne oder nicht? Es ist also schon noch relativ unsicher und risikobehaftet ja eigentlich. Also wie zuverlässig kann eine KI dann tatsächlich vorhersagen? Also wäre es dann nicht sinnvoller, bei so sicherheitskritischen Anwendungen erstmal zu verzichten, oder ist es bereits gut einsetzbar? Ich denke, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, diese Technologien zur Hilfe zu nehmen. Allerdings nie alleine. Es muss immer ein Mensch daneben sein, der mitentscheidet, der sich anguckt, kann es Sinn machen, was diese KI macht oder nicht. Und dazu ist es aber eben wichtig, bei den Personen, die die KI als Assistenzsystem verwenden, diese Awareness zu schaffen, was die KI eigentlich kann oder was die KI nicht kann. Das hatte ich hier gemeint, auch mit den Katzenbildern. Das sollte bekannt sein, dieses Problem. Also ich meine, man sieht es bei ChatGPT, wo Leute dann Entscheidungen treffen aufgrund von Zitaten und Quellenangaben, die ChatGPT gebastelt hat, wo wir dann hinterher rauskommen, diese Quelle hat nie existiert. Dazu muss man einfach wissen, wie funktioniert so eine KI. Ja, die arbeitet auf einem Wahrscheinlichkeitsmodell, und ja, sie weiß, wie Quellenangaben prinzipiell aussehen, und ja, sie bastelt irgendwas zusammen, was so aussieht, als wäre es richtig, aber es heißt nicht, dass diese Quelle existiert. Und genauso ist es hier eben auch. Ja, die KI lernt irgendwas und macht eine Klassifikation, aber sie kann nicht selbst darüber nachdenken, ob diese Entscheidung Sinn macht. Das muss ein Mensch machen. Und diese Awareness muss da sein. Das ist wichtig. Und ich weiß nicht, ob diese Awareness schon so weit ist in der Gesellschaft. Also, ich finde, es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Technologie und sinnvoll, KI im medizinischen Bereich einzusetzen, wenn man es richtig macht und wenn man sich eben nicht zu sehr darauf verlässt, sondern eben selber auch die Kompetenz hat zu entscheiden, war das jetzt sinnvoll oder war das nicht sinnvoll. Ja, natürlich, gut.
ganz um KI rumkommen werden wir auf gar keinen Fall mehr. Das sehen wir, dass es so in den persönlichen Lebensbereichen auch schon ordentlich eingedrungen ist. ChatGPT hattest du gerade genannt als Beispiel, das ist selbstverständlich. So, sehr gut. Dann sind wir tatsächlich am Ende unseres Vortrags angelangt gerade. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du da warst und für deine ausführlichen Antworten. Und unseren Zuhörern danke ich natürlich auch nochmal, dass sie hier waren, dass sie uns Fragen gestellt haben. Und ich wünsche Ihnen auch viel Spaß im weiteren Verlauf dieser Expo. Dankeschön.